Unsere Themen am Dienstag. Weihnachtliche Vielfalt auf dem Markt der 1000 Sterne. Cottbusser Stadtmuseum wird zur Bäckerei. Und kunstvolles Chaos. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Ringfrei für den großen Boxabend des Cottbusser Boxvereins. Am 29. November ab 20 Uhr im Glätthaus. Kickboxen, Vollkontaktkarate, Boxen und ein Showkampf im Muay Thai. Kampfsport vom Feinsten. Zusätzlich heizen die Hip-Hop-Formation Novus Lines und der Show-Act Burning Twister ordentlich ein. Der Boxabend 2019 im Glätthaus Cottbus. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Netz und an der Abendkasse. Dienstagabend auf ein neues. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell. Glühwein, dazu eine Bratwurst. Mehr wollen viele Weihnachtsmarktbesucher gar nicht. Es ist halt klassisch und schmeckt auch noch. Anderen ist das aber zu langweilig. Alle Jahre wieder nicht mit ihnen. Sie wünschen sich mehr Vielfalt. Bei fast 100 Händlern auf dem Cottbusser Weihnachtsmarkt dürfte das doch drin sein. Der Cottbusser Weihnachtsmarkt. Klein und gemütlich und genau richtig, um ein bisschen den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Klassiker wie gebrannte Mandeln und Glühwein locken die Cottbusser und Touristen jedes Jahr auf den Altmarkt und in die Spree. Viele der Stände sind jedes Jahr an ihren altbekannten Plätzen. Einigen fehlt es da an Abwechslung, die anderen finden den Weihnachtsmarkt genauso richtig. Also wir sind zufrieden, weil man sieht ja auch, es sind ja auch regionale Aussteller dabei und man kriegt ja auch so Handwerkszeug. Also was will man mehr außer Essen, Trinken und ein bisschen was einkaufen und die Kinder bespaßen? Mir reicht's. Das ist sehr schön hier. Ich liebe diese kleinen Geschäfte und ich will mehr Tage besuchen, diese Geschäfte, diese kleinen Geschäfte. Ist sehr schön. Also im Moment fällt uns da nichts ein, was verändert werden kann oder was fehlt. Okay. Im Moment sind wir zufrieden noch. Also ich finde es wirklich sehr gut. Also ich vermisse eigentlich nichts. Ein bisschen Dunkelheit fehlt noch, das ist alles noch besser wirkt. Wer seinen Stand wo auf dem Weihnachtsmarkt bekommt, entscheidet in Cottbus die Coex. Bei der Veranstaltungsgesellschaft gehen schon ein Jahr vorher Anmeldungen der Händler ein. Die Plätze der altbewährten Marktstände sind heiß begehrt. Die Händler, die halt die altbewährten, die halt immer gerne wiederkommen, die Gastronomen, die sich wieder bewerben, möchten halt gerne wieder an ihren altgestammten Plätzen stehen, weil sie sich dort eingelebt haben und dort ihren Kundenstamm aufgebaut haben. Und dadurch haben sie das Bedürfnis, immer wieder an dem gleichen Stand wiedergefunden zu werden, Standplatz. Wem die Fahrgeschäfte zu wenig sind, der muss auf das Stadtfest warten. Der Weihnachtsmarkt soll ruhige Atmosphäre ausstrahlen und die Weihnachtsstimmung ankurbeln. Wir hatten das ja alles mal. Es gab ja mal einen Rummel auf dem Postparkplatz oder eine Eisbahn. In der Stadthalle war die, glaube ich, damals. Aber es hat sich ja alles nicht bewährt. Und wenn es sich nicht bewährt und nicht besucht wird oder nicht so frequentiert wird wie gedacht, dann fällt es halt wieder weg. Aber mal Hand aufs Herz. Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Besinnlichkeit. Ein Weihnachtsmarkt, der genau das transportiert, ist doch dann eigentlich genau richtig. Wer sich weihnachtliche Vielfalt wünscht, die gibt es an diesem Wochenende mehrfach in der Region. Auf dem Weihnachtsmarkt im Freilandmuseum Nede wird es maritim und historisch. Auf dem Gutshof vom Schloss Branitz steht der Adventsmarkt an. Und in der Cottbusser Innenstadt gibt es am dritten Adventswochenende einen handwerklichen Markt. Passend zur Weihnachtszeit ist auch der Baumkuchen sehr beliebt und vor allem eine verführerische Abwechslung zu den anderen Backwaren. Die verschiedenen Teigschichten mit Schokolade übergossen sind ein Gaumenschmaus und in Cottbus einfach Tradition. Seit 200 Jahren wird der Baumkuchen hier gebacken. Neben vielen Rezepten gibt es da natürlich auch viele Geschichten. Noch ein bisschen Schokolade und fertig ist der Baumkuchen. Im Stadtmuseum Cottbus bekommt er jetzt seine eigene Bühne. Denn vor genau 200 Jahren hat Maria Groch den ersten Cottbusser Baumkuchen gebacken. Heute hat jeder Bäcker sein eigenes Geheimrezept, aber die grundlegende Machart und natürlich die Baumringe sind immer noch gleich geblieben.
Wer aber nun wirklich den ersten Baumkuchen in ganz Deutschland gebacken hat, ist Ansichtssache. Ja, also da ich jetzt hier in Cottbus im Stadtmuseum bin, sage ich einfach mal als erstes hier. Aber der Streit in Anführungsstrichen ist ja eigentlich immer da gewesen, ob jetzt Salzwedel der erste war oder Cottbus. Ich möchte mich da nicht zwangsläufig festlegen. Es ist eine leckere Angelegenheit und in Cottbus hat es die Maria Groch um 1819 das erste Mal versucht. Im Moment sind wir hier und sagen, Cottbus hat es geschafft. Das Thema spielt für Dagmar Pfeiffer aber auch gar keine Rolle. Schließlich geht es in der Ausstellung noch um viel mehr. Sie zeigt alte Cottbuser Cafés und Konditoreien, eben auch die der Familie Groch. Ihre Baumkuchentradition zog sich nämlich bis ins Jahr 1939. Im 19. Jahrhundert ist die Familie sogar als Hoflieferant ernannt worden. Der Baumkuchen ist nämlich nicht nur der König unter den Kuchen, sondern auch der Kuchen der Könige. Passt eigentlich beides ganz wunderbar. Es ist der Kuchen der Könige, weil er in den Anfangsjahren seiner Herstellung von den Inhaltsstoffen und von der Art der Herstellung sehr, sehr teuer war und sich deswegen wirklich nur Könige oder höher gestellte Personen sich ihn leisten konnten und auch bekommen haben. Und es ist auch der Kuchen oder König der Kuchen, weil er eben anderseitig herum auch von der Herstellung so aufwendig ist und deswegen ja, diese Bezeichnung durchaus verdient. Bei einem Stück Kuchen darf aber natürlich auch der Kaffee nicht fehlen. Auch der war anfangs nur wohlhabenden Leuten vergönnt. Später wurde aus einer Männerdomäne dann der Kaffeeklatsch in der heimischen Stube. Zubereitet zum Beispiel mit der Zypresta Moketta, der ersten Kaffeemaschine der DDR. Und zwischen den ganzen Exponaten brechen Hansi und sein Kaffee die Ausstellung ein bisschen auf. Ja, mein Hansi ist eine Leihgabe aus dem Stadtmuseum Jena. Der peppt eigentlich mein Ambiente eines Kaffeehauses noch so ein bisschen auf mit dem Baumkuchen in der Hand. Und auch sonst hat Dagmar Pfeiffer das Auge für alle Details. Im letzten Raum können Besucher dann selbst ein Tässchen Kaffee probieren und sich das alte Rezept von Maria Groch zum Nachbacken mitnehmen. Glückwunsch, Sie haben 50.000 Euro gewonnen. Genauso ein Anruf wünscht sich wohl jeder. Einige Rentner aus Cottbus und Spremberg haben diese Botschaft gestern bekommen. Natürlich hat es sich dabei um einen Betrug gehandelt. Die vermeintlichen Gewinner sollten nämlich im Gegenzug 1.000 Euro in Bar oder in Guthabenkarten übergeben. Chaos, damit kennen sich Teenager aus. Bestes Beispiel die Unordnung in vielen Zimmern. Tamino und Lotta kommt das bekannt vor. Und wie so oft helfen die eigenen Erfahrungen, um sich künstlerisch auszudrücken. Die beiden haben das gemacht, entstanden ist ihr eigenes Chaos zum Anfassen. Tamina und Lotta würden sich selbst als eher chaotisch beschreiben. Als Beispiel führen beide auch direkt ihre Zimmer an, man kann es aber auch in ihrer Kunst sehen. Tamina schreibt Texte, Lotta malt. Stücke von beiden gibt es jetzt in einem Kalender zu sehen und zu lesen. Der stammt von der Literaturwerkstatt des Glätthaus und ist mit Unterstützung der EG Wohnen entstanden. Die Jugendlichen sollten sich mit den Themen Chaos und Ordnung beschäftigen. In dem Spannungsfeld haben sie sich wohlgefühlt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule irgendwas aufschreibe, sollte es schon ordentlich aussehen, also darauf achte ich halt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel male, dann bin ich halt auch komplett chaotisch. Dann vergesse ich jetzt auch mal, wenn ich jetzt da so offene Farbe rumliegen habe, dann liegt die da meistens auch noch ein paar Tage rum. Also. Oft wird auch darauf geachtet, was möchte ich jetzt zeigen, was möchte ich ausdrücken und dann handelst du entweder nach Chaos oder nach Ordnung. Manchmal schreibst du strukturierte Texte und manchmal kann man auch einfach Texte so schreiben, dass es absolut keinen Sinn ergibt, außer du siehst es als Kunst. Die Texte und Bilder für den Kalender sind im Sommercamp der Literaturwerkstatt entstanden. Die 40 Jugendlichen führte es dabei unter anderem ins Kunstmuseum Dieselkraftwerk. An jungen Künstlern mangelt es laut Ines Göbel nicht. Sie leitet die Literaturkurse. Auch dank Kooperationen mit Schulen sind die mittlerweile gut gefüllt. Potenzial gibt es aber noch.
ich höre manchmal Stimmen, dass meine Schüler sagen, jemand sagt zu ihnen, was du schreibst, wofür brauchst du das? Das wundert mich. Ne? Früher war die schreibende Zunft immer was ganz Besonderes. Es kann schon sein, dass es weniger im Interesse liegt, sondern vielleicht auch mehr an den anderen Angeboten, dass Medien mehr im Vordergrund stehen, einen Film anzuschauen, als sich eine Geschichte auszudenken. Es kann schon sein. Aber wir tun da was dafür, dass es nicht so bleibt. Auch deshalb unterstützt die EG Wohnen das Projekt. Annette Burtjen war in die Auswahl der Werke eingebunden. Für sie ist Kunst auch ein Vehikel für Gedanken, die man sonst nicht aussprechen würde. Es ist auch erstaunlich, welche Gedanken sich die jungen Menschen machen. Wir hatten ja dieses Jahr das Thema Chaos und Ordnung. Und da sehen wir, dass so ein relativ abstraktes Thema, wie das ja ist, doch in Worte gefasst wird. Und vor allen Dingen finde ich es gut, dass die deutsche Sprache dadurch auch gepflegt wird. Der fertige Kalender ist ab sofort erhältlich. Den gibt es im Vermietungscenter der EG Wohnen sowie in der Hauptgeschäftsstelle. Wer sich vielleicht auch mal für das Texten interessiert, kann am 26. Januar bei der Literaturwerkstatt im Glätthaus vorbeischauen. Dann gibt es einen Familientag. Eltern und Kinder können sich dann über das Angebot informieren. Als erstes rodeten sie ihn. Im Hintergrund sehen Sie schon, wie das neue Mehrzweckgebäude in Hähnchen aussieht. Wie der Name schon sagt, dient das für viele Anlässe. Vorrangig kommen dort aber Vereine und die Freiwillige Feuerwehr unter. Der Grundstein wurde gestern gelegt. Die Baukosten belaufen sich auf fast 2 Millionen Euro. Wer unter Bluthochdruck leidet und mit dem Auto zum Ärztehaus an der Priormühle gekommen ist, für den war das lange Zeit das reinste Pulsvergnügen. Der konnte auf der Suche nach einem Parkplatz schnell weiter ansteigen. Zu wenig Stellflächen, Falschparker und Feinspitzengefühl beim Rangieren, um doch noch in die kleinste Lücke zu kommen, waren angesagt. Eine unnötige Beschwerde also zu dem eigentlichen gesundheitlichen Problem. Patienten, die zu den Arztpraxen an der Priormühle mit dem Auto kommen, brauchen starke Nerven. Diagnose: Rund um das Haus 1 gibt es einfach zu wenig Parkplätze. Michael Kaiser, Dr. Purfürst und Michael Lindner konnten sich das nicht länger ansehen. Das Trio hat sich selbst einen neuen Parkplatz verschrieben, um das bisherige Chaos zu beenden. Es hatte damit zu tun, dass dieses eine Ärztehaus, in dem ich meine Apotheke betreibe, ein Objekt war, was die ganzen 50 Parkplätze zur Verfügung gestellt hat. Es kam ein zweites Ärztehaus, dafür wurde dann kein neuer Parkraum geschaffen. Volle Wartesäle und dann auch noch ein voller Parkplatz. Das ist inzwischen vorbei. Gegenüber dem Ärztehaus 1 wurde innerhalb von nur 3 Wochen ein zusätzlicher Parkplatz gebaut. Die Arbeiten sind schnell verlaufen, doch die Planungen dafür haben sich gezogen. Ganze 8 Jahre, um genau zu sein. Wir haben dann einen Bauantrag gestellt, aber leider hat das mit den Investoren, die hier in diesen Parkplatz investieren wollten, nicht geklappt. Das hat sich immer wieder verschoben, bis wir dann in diesem Jahr ganz kurzfristig die Entscheidung treffen konnten, gemeinsam mit Dr. Purfürst und mit Dr. Kaiser und mit uns als Bauunternehmen diesen Parkplatz bauen zu können. Die drei haben investiert. 23 zusätzliche Parkplätze sind entstanden. Die Lage hat sich dadurch entspannt. Wir haben übernommen und gleich wurde es akzeptiert und angenommen. Und ich denke, wir haben eine große Erleichterung für die Zukunft. Die Patienten und Kunden von der Apotheke können 2 Stunden kostenlos parken. Die bisherige Parkplatzsuche wurde somit behandelt. Wie verändert sich die Region bis 2030? Mit dieser Frage setzen sich in dieser Woche Schüler der Oberschule Peitz auseinander. Wie ihre Vorschläge aussehen, das schauen wir uns morgen an. Seien Sie also wieder mit dabei. Ich bin es schließlich auch. Machen Sie es gut.
glänzende und besondere Neuheiten zu Weihnachten bei Fiedermanns am Altmarkt. Hochwertiger Schmuck in Weiß, Gelb und Roségold, besetzt mit funkelnden Brillanten. Perlen sind nach wie vor von besonderer Bedeutung. Hochwertig auch die Uhren aus Glashütte, der Firmen Nautische Instrumente Mühle und Bruno Söhnle. Vielleicht soll es aber auch nur einfach ein kleiner Goldbarren sein oder wunderschöner Mädchenschmuck. In diesem Sinne, frohe Weihnachten wünscht Ihr Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Die kommende Nacht wird leicht bewölkt. Die Temperaturen gehen auf 6 Grad runter. Der Mittwoch startet bedeckt. Am Nachmittag kann es kurze Regenschauer geben. Die Sonne pausiert den ganzen Tag. Auf 8 Grad geht es rauf. Auch der Donnerstag wird eher ungemütlich. Wolken, etwas Regen und Werte von 12 Grad bestimmen das Tagesbild. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht und ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Knobi Vital. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure.